Hallo und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. Wir starten direkt an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, natürlich. Im letzten Video hatte ich das Gefühl, war ich im Vergleich zum Spiel ein bisschen zu leise. Deswegen habe ich das jetzt mal etwas hochgedreht. Ich hoffe, das passt jetzt besser. Nein, nicht. Nicht mehr die Dunkelheit. Sie ist überall. Sie kommt näher. Ich kann nichts sehen. Ich kann nicht weg. Es ist nicht sicher da draußen. Kommen Ja, Sie das mit, wollen ich wir doch helfe mal Ihnen sehen. hinaus. Was? Was? Wer? Wer sind Sie? Sie träumen. Ich helfe Ihnen daraus. Folgen Sie mir. So. Wie letztes Mal bei der fallenden Frau machen wir auch hier die Es ist Traumretterin. dunkel. Zu dunkel. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nirgends hin. Was machen wir? Am besten Es machen wir mal ist zu hell. dunkel. Ich kann nirgends hin. Es ist. Können Sie mir Es hat nichts helfen, den Weg gebracht. zu finden? Suchen Er wir hat das. solch eine Angst vor dem Dunkel, vor dem, was sich darin versteckt. Aber Leuchten da ist ist dich? noch etwas. Ich kriege es nicht zu fassen. Schien. Etwas oder jemand blockiert mich. Ich kann ihn nicht richtig lesen, aber die Dunkelheit verschlingt ihn. Wenn ich ihn nicht bald hier rauskriege, ist er verloren. Wie verhindern wir denn, dass etwas uns blockiert? War das? Etwas oder jemand blockiert mich. Ich kann ihn nicht richtig lesen, aber die Dunkelheit verschlingt ihn. Wenn ich ihn nicht bald hier rauskriege, Oh, ist er verloren. nice. Stimmt die Laterne an. Ich träume? Ah. Nein, das kann, Jetzt kommen wir das Typi. kann nicht sein. Es ist zu real. Zu real. Voll Weil Sie an real. eine Dream Machine angeschlossen sind. Wenn Sie sich an sonst nichts erinnern beim Aufwachen, merken Sie sich das. Dream Machines sind gefährlich. Benutzen Sie sie nicht, sonst werden Sie hier feststecken. Und ich finde Sie vielleicht nicht nochmal. Sagen Sie das nicht. Sagen Sie sowas nicht. Ich merk's mir. Ich schwöre es. Auch Hier, ziemlich genau, hierher dass er will an ich die Dream niemals. Machine angeschlossen. Hierher will ich niemals zurück. Ich fasse nie wieder eine Dream Machine an. Mal wieder bemerken, wie wahnsinnig gut dieses Spiel aussieht. Schal im Gesicht mit dem Dream Machine Logo. So, total klasse. So, machen wir die nächste Laterne an, nicht wahr? Klapp. Klappt doch. Die Birne wird nicht lange durchhalten. Das Dunkel. Das Dunkel ist Etwas oder überall. jemand Ich blockiert muss mich. Er zurück. hat wahnsinnige Angst vor der Zurück Dunkelheit. zum Licht. Moment, Moment. Wenn die Birne nicht lange durchhält, an und frieren sie in der Zeit ein. Das klappt. Hin. Hier. Da oben, Halten da Sie sich ist nah bei es. mir, dann geschieht Ihnen nichts. Ich hasse Dunkelheit. Ich halte das nicht aus. Sie tragen ein Licht in sich. Es ist stark. Aber ich weiß doch gar nicht, wie man es zum Leuchten bringt. Bleiben Sie einfach nah bei mir. Ich halte es am Brennen. Versprechen Sie mir bloß, dass Sie sich von Dream Machines fernhalten. Ja. Ich schließe mich an keine Dream Machine mehr an. Nie wieder. Immerhin, das hätten wir geschafft. So, schauen wir mal, ob wir den Typen selber zum Leuchten. Oh nee, passt das doch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mal die Lampe.
Doch. Guck mal, gleich bist du raus. Ist cool. Oh, hauaha. Was ist da denn los? Ich ertrinke. Die Dunkelheit verschlingt mich. Träumer hat wohl seine Stromrechnung nicht bezahlt. Er ist es. Die Quelle der Dunkelheit. Er nährt sie. Seine Furcht ist völlig außer Kontrolle. Er kämpft gegen mich an und merkt es nicht mal. Er muss damit aufhören, sonst kann ich ihm nicht helfen. Es passiert schon wieder. Da kommt es. Das Dunkel. Es kommt näher. Sie lassen sich von ihren Ängsten beherrschen. Ich hasse Dunkelheit. Jetzt lässt sie so ein bisschen die Jedi raushängen, so mit brauner Robe und oh, lass dich nicht von deinen Ängsten. Lassen Sie endlich los, Ihre Ängste und Sorgen. Sie haben die Macht, das Dunkel zu bannen. Wissen Sie noch? Das Licht in Ihrem Inneren? Ja, stimmt. Das Dunkel. Lass dich nicht vom Dunkel verwirren, Luke. Ich vergesse. Also dann, einfach loslassen. Strahlen Sie, wie ein verrückter Diamant. Aber okay, jetzt kommt mir gerade ein seltsames ich weiß doch gar nicht, wie man es zum Leuchten in den Kopf, bringt. Das gerade in den Charts Sie sind nicht ist. Allein. Mit Leuchten und Diamant und so, aber das lassen wir jetzt mal besser. Dankeschön. Los, leuchte. Du willst ein Glücksbärchen sein, du willst es. Siehst du, ich wusste es. Er will es. Sehen Sie? Sie hatten das Licht die ganze Zeit in sich. Nichts mehr da, vor dem man sich fürchten müsste. Vielen Dank. Oh, jetzt. Da. Verschwinde. Gehen Sie ins Licht. Ich soll ins... Keine Sorge, nicht diese Art Licht. Sie werden bloß aufwachen. Was heißt das? Vielen Dank. Verarscht, du bist tot. Was ist nur los da draußen? Es wird schlimmer. Gehen wir auch mal ins Licht. Ah, ist schon kein Licht mehr. Es ist schon wieder unsere Welt. Das sieht auch nicht nett aus. Was ist das? Ein Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer? Ich weiß, was das bedeutet. Die Monster im Schrank. Ah, Klassiker. Was machst du da? Geh da weg! War das nochmal? Ich habe genug Hentai gesehen, um zu wissen, wo das hinführt. Nein, nicht zu nah ran, sonst kriegt es dich. Das habe ich mir auch so gerade gedacht. Sch, ganz leise sein, sonst hört es dich. Wer denn? Das Monster in dem Schrank. Es hört dich und frisst uns beide auf. Ihr Angst machen, sie sowieso, ja. Aber sie muss begreifen, wie gefährlich die Dream Machine ist. Sie muss Angst bekommen vor dem, was passiert, wenn sie sie weiter benutzt. Sie ist ganz verängstigt, armes Ding. Ich muss vorsichtig sein. Ich darf ihr nicht noch mehr Angst machen, sondern muss sie beruhigen. Ja, da wäre ich doch mal eher für. Klar, machen wir erstmal noch mehr Angst, als sie eh schon hat. Nein, wir beruhigen sie natürlich. Sie ist ganz verängstigt. Ich verspreche, es wird dir nichts tun. Schwörst du's? Ich schwör's. Ich lasse es nicht zu. Aber du musst zurück nach Hause. Ich habe mich verlaufen. Der Weg führt dahin durch, durch den Schrank. Natürlich tut er das. Ich kann da nicht rein. Es frisst mich lebendig auf. Nicht, wenn wir es vorher vernichten. Hast du den Schlüssel? Ich weiß nicht, wo er ist. Mami schließt jeden Abend ab. Sie sagt, ich soll brav sein, sonst schließt sie wieder auf, damit das Monster mich frisst. Wow. Tolle Erziehung. Epic Slow Clap für die beste Angst, Mutter der Welt. Den Schlüssel. Und was immer da drin ist, ich bin stärker. Versprochen. Bist du sowas wie ein Superheld? So etwa, genau. Was hältst du von meinem Kostüm? Ja, echt cool. Ist hier Superheldenkostüm-Typ Kyle Katarn mit hier so Ärmelpolstern und so und coolen Jedi-Sprüchen. Da haben wir auch schon Java.
Das sieht übel aus. Licht könnte funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass man da was hervorholen kann. Das Ding ist durch und durch dunkel. Es müsste schon von woanders kommen. Diesem Ding gucke ich nicht in den Kopf. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Nie wieder. Okay. Ah, die können wir heller machen, oder? Dieses Licht ist zu schwach, um Wirkung auf das Tentakelvieh zu haben. Okay. Das ist auch nicht. Die Schranktür aufgeht und der Krake rauskriecht. Ob Traum oder nicht, das will ich nicht erleben. Ah, ich glaube ich auch nicht so. Drehen wir nochmal mit ihr, vielleicht weiß sie noch was. Sie hatte ein Licht. Oh, sie hat es fallen lassen. Es ist weggerollt. Sie weiß nicht, wo es ist. Sie wird nicht selbst nach dem Licht suchen. Sie hat Angst vor den Dingen, die durchs Dunkel gleiten. Hey, wer könnte ihr das verübeln? Aha. Natürlich unter dem Bett. Im Klischee Kinderschlafzimmer mit Monster im Schrank gibt's natürlich auch was unter dem Bett. Zu dunkel. Ich kann da unten nichts sehen. Bingo. Lehrerin des Lichts. Gesandte der Elektrizität. Die mächtige Taschenlampe. Boah. Ja klar, jeder Jedi braucht natürlich auch sein Laserschwert. Ne? Oh, mit Katzensticker. Mit Katze mit Fledermaus. Boah. Stylisch, ich will auch so eine. Taschenlampe. Das tragbare Licht zum Anknipsen. So sieht's mal aus. Oh, das nehme ich zurück. Total uncool. Es versteckt sich. Blödes, schlaues Tentakelding. Es ist zu schnell für mich. Ja, okay. Hab den Hinweis verstanden. Ah! Was funktioniert? Und das. So, weg ist es. Oh, oh. Ja. Schlüssel. Ich habe was. Einen Schlüssel. Gut. Oh, okay, wir stehen ein bisschen weit weg. Das. Nein, nicht zu nah ran, sonst kriegt es dich. Siehst du? Ist doch platt gemacht. Es ist weg. Jetzt bist du sicher. Vielen wow. Dank. Teleportieren Aber können wir uns auch. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, wo meine Mami ist. Sie ist auf der anderen Seite des Schranks ist und du wartet meine auf dich. Mami? Ich hab Angst. Was immer da drin war, ist jetzt weg. Versprochen. Na komm. Ein Hinterteil mehr für heute. Benutzt du eine Dream Machine? Mami zwingt mich. Sie sagt, dann sei ich beschäftigt und dann hat sie mehr Zeit mit ihrer zu spielen. Wenn einer bitte Wenn dieser sie Mutter mal eine macht, klatschen. Musst du Nein sagen. Das wird sie gar nicht mögen. Vielleicht nicht. Aber sag ihr, dass es gefährlich ist und du Albträume davon bekommst. Und wenn sie nicht hören will, sag es jemand anderem. Oder schrei, wehr dich, lauf weg, aber benutze nie, nie wieder eine Dream Machine. Ich könnte es Papi sagen. Er wohnt nicht bei uns, aber ich spreche ganz oft mit ihm. Hab so eine Idee, warum Papi nicht mehr bei euch wohnt. Jetzt geh hindurch, dann wachst du wieder auf. Vielen Dank. Wie heißt du denn? Zoe. Und merk dir, keine Dream Machine. Wäre möglich, dass ich dich nicht nochmal finde. Das muss aufhören. Yep. Da wäre ich für. Oh, wen haben wir denn da? Alter Mann mit dem Stock. Noch ein Jedi. Okay, ein Vagabund.
Was ist denn los da draußen? Das ist genauso cool. Immer mehr Leute geraten in Schleifen. Ich komme nicht mehr nach. Ich dachte, von den Dream Machines gehe keine Gefahr mehr aus. Ich dachte, dafür hätten wir gesorgt. Wenn nicht, was... Hallo, Zoe. Sorry, ja. Hi. Sieh mal, ich versuche, Ihnen allen zu helfen und es ist zu schwer. Da sind so viele und ihre Albträume. Sie werden schlimmer. Du musst nach Hause. Nach Hause? Das hier ist jetzt mein Zuhause. Komme, was wolle. Das bin ich. Die Person, die ich mal war, die gibt es nicht mehr. Was immer da draußen ist, mein Leben ist das nicht mehr. Alles, was ich mal hatte, ist für immer verloren. Ich habe kein Zuhause, in das ich zurückkehren kann. Und der Mensch, der ich mal war, will ich nicht mehr sein. Hier habe ich ein Ziel. Ich kann etwas bewirken. Wenn ich tatsächlich aufwache, bin ich verloren. Gott, was nehme ich denn jetzt? Das hier ist jetzt alles, was ich mal hatte, ist für immer verloren. Hier kann ich was bewirken, das klingt positiv, das nehme ich. Ich habe kein Zuhause, was ist dort schon, zu dem ich zurückkehren könnte? Was dich auf der anderen Seite erwartet, musst du schon allein herausfinden. Dein individueller Faden läuft durch das Gewebe des Universums und verbindet die Ereignisse miteinander. Könntest dich mal umdrehen, wenn du... Wo er endet, weiß ich nicht. Ich bin ein Faden ohne Spule. Ach du meine Güte, jetzt fange ich schon an zu reden wie du. Was ich meine ist, ich habe kein Zuhause. Ich habe nichts da draußen. Und niemanden. Ich habe niemanden. Außerdem werde ich hier gebraucht. Was wird sein, wenn ich sie im Stich lasse? Ihre Nachtschrecken sind Symptome einer größeren Krankheit. Solange die Krankheit aktiv ist und sich ausbreitet, kommen solche Leute immer wieder. Aber ich bin nicht bereit aufzuwachen, mir selbst wieder zu begegnen. Ich habe Angst, das bisschen zu verlieren, was mir noch bleibt. Wenn ich die Wahl habe, will ich bleiben. Hier habe ich alles unter Kontrolle. Ich muss nichts und niemanden fürchten. Das ist... Das nicht. Was soll das bringen? Es gibt keine zweite Chance. Jede Entscheidung führt zum gleichen Ergebnis. Was immer ich tue, es kommt dasselbe heraus. Wozu dann das Ganze? Nein, komm, wir gestehen uns unsere Angst. Ich bin nicht bereit aufzu... Ich habe Angst, ich kann das nicht. Der Traum wird vergiftet. Die Welt wird immer kranker. Sie alle brauchen dich. Es ist nicht genug, dass ich hier drinnen etwas bewege, in der Zeit der Geschichten. Ich helfe denen, die verirrt sind und in der Falle sitzen. Wer könnte denn sonst noch meine Hilfe brauchen? Hier gehöre ich hin. Hier habe ich alles im Griff. Da draußen habe ich keine Kraft. Und ich bin schon einmal gescheitert. Ich habe alles vermasselt. Was kann ich jetzt schon tun, um etwas zu ändern? Er sagt, ich soll helfen. Aber ich weiß ja nicht einmal, was da draußen los ist. Ich verstehe nicht, warum ich gebraucht werde. Nein. Ich habe doch schon getan, was ich konnte. Lasst mich doch einfach hin. Es ist nicht genug. Wer braucht mich? Alle, die leben, gelebt haben und leben werden. Oh, wow. Bitte etwas genauer. Du hast deine Realität schon einmal gerettet, Zoe. Diesmal stehen alle Welten auf dem Spiel. Die gesamte Zeit der Geschichten. Die gesamte Zeit. Wenn du aufwachst, wird all dies ein Traum sein. Und der Traum wird schnell verblassen. Bald wirst du ihn ganz vergessen haben. Es sei denn, du strengst dich an, dich zu erinnern. Woran muss ich mich erinnern? Du musst dein Herz und deinen Geist öffnen für Botschaften von jenen, die wissen, was zu tun ist. Weißt du es nicht? Ich bin nicht allwissend, Zoe. Vieles bleibt mir verborgen. Ich kann nur alle Fäden sehen, die gewoben werden. Aber das Gewebe selbst ist groß. Und zwar so groß, dass ich es nicht sehen kann. Ich bin zu nah dran. Und selbst hier liegen einige Teile der Vergangenheit im Dunkeln. Das quält mich. Ich glaube, jemand hat meine Erinnerung getrübt, um Wichtiges vor mir zu verbergen. Ein Feind. Ein Schatten, der die Zeit der Geschichten und andere Orte streift. Umso wichtiger also, dass du dich erinnerst. Er sagt, ich solle mich entscheiden. Aber es fühlt sich nicht an, als ob diese Entscheidung etwas brächte. Die Regeln für dieses Spiel macht ja doch jemand anderes. Was ich auch sage, es ändert nichts. Die Entscheidung liegt bei mir. Ja. Auch wenn ich die Konsequenzen nicht absehen kann.
Kann man wohl nie. Man tut einfach, was man für das Richtige hält. Ganz genau. Wenn es auch nur die geringste Chance gibt, dass meine Entscheidung etwas bewirkt, kann ich nicht ablehnen. So sieht's aus. Bringt es überhaupt etwas? Wenn du noch länger bleibst, kannst du vielleicht nicht mehr fort. Das wäre das Ende aller. Derer, die du liebst, derer, die dich lieben, aller anderen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, nur kein Druck. Aus der Geschichte gerissen, wie Seiten aus einem Buch. Na schön. Ich gehe also zurück, stelle mich der Welt. Stelle mich mir selbst. So machen wir das. Ich muss glauben, dass es sich lohnt zu kämpfen. Hier ist es bequem, weil ich keine Entscheidung treffen muss. Nur reagieren. Das Leben der Leute berühren, ohne die Angst vor Konsequenzen. Was soll ich also tun? So machen wir das. Ich will, dass du aufwachst und dich erinnerst. Und dann will ich, dass du... Dass ich die Welt rette. Habe ich ja letztes Mal schon so super hingekriegt. Du hast alles geändert. Diese Geschichte hatte einen Anfang und ein Ende. Aber gleichzeitig war sie nur der erste Teil deiner Geschichte. Wie wache ich auf? Es gibt eine Tür. Finde die Tür. Schließe sie auf und du wirst erwachen. Wenn sie abgeschlossen ist, wo ist der Schlüssel? Du wirst es wissen. Ich will nicht geheimnisvoll tun. Ach so. Aber ich habe den Schlüssel nicht. Du schon. In dir. Dann werde ich dir wohl einfach vertrauen müssen. Werde ich dich denn wiedersehen? Wenn alles gut geht, am Ende deiner Reise, wenn deine Geschichte abgeschlossen ist, wirst du mich wiedersehen. Ein letztes Mal. Klingt endgültig. Aber gut, ich gehe jetzt. Schlüssel suchen, Tür öffnen, alles merken, Welt retten, meine Geschichte schreiben, fürs Nachspiel zurückkehren. Voll das Heldenepos. Ja, so sieht's aus. Du schaffst das schon, Zoe Castillo. Ich glaube an dich. Ich auch. Vielleicht wären größere, kühnere Worte angebracht, aber sie würden dasselbe bedeuten. Ja, so ist es. Deshalb quatsch nicht mehr hier. Viel Glück. Weiter geht's. Oha, da sind wir wieder zurück. Zurück an unserer letzten Verbindung zur realen Welt. Unserem Krankenbett. Und zurück sind wir auch in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Oder zwei, oder drei, oder zehn, wie ihr wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Dreamfall Chapters. Bis dann, tschüss.